Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität. Leute, heute spielen wir etwas mit uns selber in Infinity Disk. Mit uns, nicht an uns. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Ja, Leute, bevor wir loslegen mit dem Spiel, zeige ich euch noch was. Ich habe nämlich, also wahrscheinlich ist es bei euch auch so, hier in der Schweiz ist es so, hier ist schon die ganze Woche Black Friday und ich habe letztes Jahr schon drauf gewartet, dieses Jahr habe ich zugeschlagen und zwar, um meine Sammlung so ein bisschen zu komplettieren von VR-Brillen. Tan, 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 tan. Jetzt zum Spiel. Infinity Disk. Das Spiel, an dem man an sich selber, in dem man mit sich selber spielt. Ich werde zu meinem Gegenüber. Das heißt, wenn ich von der Position hier die Frisbee werf und die dem anderen zuwerfe und ich wechsle die Person in die andere Person, kann ich meine eigene Frisbee fangen. Klingt ein bisschen schizophren, ist es auch, aber macht eigentlich sehr viel Spaß. Und für wen das Spiel oder für welche Brillen das Spiel geeignet ist, das gucken wir uns jetzt auch mal schnell noch an im Checkup. So, Infinity Disk heißt das Ganze. Der Link ist wie immer unten drin und ist rausgekommen am 7. November. Ist noch nicht so lange her. Und rausgekommen ist es für die HTC Vive, für die Oculus Rift und die Windows Mixed Reality. Kann also praktisch jeder spielen. Von der Hardware-Voraussetzung bräuchtet ihr hier, was sagen sie hier, Grafik, Minimum eine 970er und empfohlen ist einfach ein 64-Bit-Prozessor. Ja, okay, da hat sich jemand nicht so viel Mühe gegeben, die empfohlenen Konfiguration anzugeben. Also wenn ich die Grafik, man hat ein Grafikmenü, wenn ich alles auf sehr hoch setze, dann kommt dann schon meine GTX 1080 an die Grenze, aber das Spiel sieht auch noch immer genau gleich aus auf mittlerer Grafik. Ich habe keinen Unterschied feststellen können, also ich glaube dem das jetzt auch mal, dass eine 970er richtig reicht. Ich habe die ersten zwei Levels gespielt, ich habe ein bisschen länger als eine halbe Stunde gebraucht, das sind 12 Levels drin, die werden wahrscheinlich auch immer schwieriger. Und Preis wollte ich noch hier gucken. Preis ist hier in der Schweiz 15,50 Franken. Ich vermute, das wird in Deutschland 14,99 kosten oder irgendwie sowas. Und ja, ich glaube, das ist, glaube ich, sein Geld wert. Das ist ein gut gemachtes Spiel. Aber ob es das richtige Spiel für euch ist, das solltet ihr euch jetzt mal im Let's Play zuerst angucken. Ab ins Gameplay. Herzlich willkommen im Gameplay zu Infinity Disk. Wir haben hier direkt, wenn man das Spiel startet, erstmal ein Hauptmenü. Das haben die Entwickler langsam so richtig im Griff, endlich. Hä? Nicht einfach, dass man reingeschmissen wird, sondern man kriegt ein aufgeräumtes Menü mit allem drum und dran, inklusive Settings. Das ist doch mal was. Ich habe schon gespielt und drum drücke ich jetzt mal auf New Game für euch. Und ich nehme jetzt auch einen neuen. Oh, ich habe Speicherslots, da kann die ganze Familie mitspielen. Ha! Wenn sie es denn wollten. So, gucken wir mal, was passiert. Gut. Also, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich es echt nicht kapiert, was das Spiel von mir möchte. Ich sage euch auch gleich, warum. Selbst in diesem Tutorial am Anfang habe ich bloß so ein bisschen gelernt, wie man diese Frisbee wirft und damit zielt. Und ich habe dann auch diesen Satz gelesen, ich soll darüber schießen, das habe ich dann gemacht, oder? Dann habe ich immer gedacht, ich treffe den nicht. Und dann war ich echt gefrustet. Da habe ich gedacht, was für ein Scheiß, habe ich gedacht. Bis ich dann endlich rausgefunden hatte, dass ich die Scheibe selber fangen muss. Und zwar da drüben. Das heißt, ich werfe die Scheibe jetzt mal langsam und ich wechsle den Charakter und ich fange sie wieder. Das ist Frisbee-Spiel mit sich selber, wenn man keine Freunde hat. Das ist doch mal was, kann man so. Gucken. Oh nee, der war zu hoch. Du Vollidiot. Nochmal. So. Oh, da kommt er. So, das war schon mal nicht schlecht. So, dann kam jetzt die Stelle hier, als ich gedacht habe, jetzt komme ich an die nächste Grenze. Was soll denn das? Jetzt steht der irgendwie da oben? Kapiere ich nicht. Was will der von mir? Aber ich habe gemerkt, hier ist man kann auch an den Wänden stehen. Also das, wo ich hier drauf stehe, muss nicht zwangsläufig der Boden sein. Das heißt, ich stehe eventuell gleich da drüben. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich hinter mir gewesen. Nochmal. So. Wo ist er denn?
Ah, ach ja, er kommt ja jetzt von da. Ja, dann klar, wenn ich da stehe, muss ich nach oben gucken. Und muss die von oben greifen, weil vorhin stand ich da. Und so ab diesem Moment, als ich das kapiert hatte, da hat das Spiel doch angefangen, Spaß zu machen. Das ist nämlich witzig, mit sich selber zu spielen. Oh, das war schon getroffen. Weil die Rätsel werden nachher auch noch wesentlich schwieriger. Und das spielen wir jetzt mal eine Runde. So. Nee, das war nicht gut. Ich kann auch übrigens immer selber entscheiden, wann ich wechsle. Ich drücke einfach einmal aufs Trackpad. Ich könnte jetzt auch da stehen bleiben und jetzt erstmal warten. Ja, nee, ist gut. Nee, ist doch nicht gut gewesen. So. Ah, ja, da komme ich an meine Wand dran. Nee, also meine Fresse nochmal. Jetzt mach doch mal einen anständigen Wurf. Zack, da habe ich ihn. Und da muss ich jetzt gucken. Kann ich auch hochkant? Ja, aber war nicht so gut. Habe ich. Und jetzt, wo geht's lang? Nach unten. Kuckuck. Ja, dich habe ich auch. Und jetzt muss ich dazwischen durch. Nachher haben wir noch spezielle Wände, die man einmal berühren muss. Dann wird eine andere Wand umgestellt. Also da hat sich der Entwickler wirklich richtig was überlegt, dass das nicht so flach ist, das Spiel, sondern dass das auch für eine längere Zeit Spaß macht. Wofür ist denn das? Ha, habe ich noch gar nicht entdeckt. Wozu habe ich denn Schilde? Okay. Da bin ich aber auch mal gespannt, wofür die nachher sind. Es ist echt, also Frisbee werfen ist auch in Natura nicht ganz so mein Spiel. So, jetzt ist hier das große Licht. Level 1 completed. Über die Spieldauer weiß ich jetzt gar nichts. Keine Ahnung, wie viele Levels hier sind. Aber ich habe, glaube ich, letztes Mal so eine gute Dreiviertelstunde gespielt und ich war noch nicht am Ende. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen, wenn ein Spiel nicht direkt nach 10 Minuten zu Ende ist. So, das sind so Abprallwände. Ich gehe jetzt mal darüber. Seht ihr? Das kommt zack hier und jetzt fängt es richtig an Spaß zu machen. Weil jetzt kann ich auch da unten durch. Ja, jetzt habe ich zu spät gewechselt. Ne, das war nicht gut. Man muss schon schnell sein. Ist nichts für alte Leute. Also nichts für mich. Ach. Ach, Menno, leck mich. Ich will das nicht. Boah, das ist aber. Der ist jetzt fies. Richtig fies. Den hatte ich fast. Also es ist auch ein bisschen Geduldsspiel, ne? Ihr seht, ist auch eine Geduld für euch, das Video jetzt zu gucken, wenn ich hier nicht weiterkomme. Oh. Man will mal schnell was zeigen, ne? Und dann, guck mal, vielleicht kann ich auch einfach den hier machen, dass ich gar nicht abpralle, sondern hier. Guck mal, jetzt kommt er. Ja, 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 geht auch. Aber den akzeptiert er nicht, oder was? Doch, den hat er akzeptiert. Wollte gerade sagen, also es gibt mehrere Wege. Oh. Und jetzt muss man wieder umdenken, ne? Guck mal, über Kopf. Und jetzt kommt der von oben. Den habe ich. Ja. Pack. Nee. Tack, tack, tack. Ja. Sollte man das nur noch richtig können. Ja, habe ich auch. Jetzt stehe ich da hinten. So, machen wir noch ein, zwei Minuten. Ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Tada. Und das macht Spaß. Ganz ehrlich, sowas, da fängt das Spiel dann an, auch so ein bisschen so einen kleinen Suchtfaktor zu entwickeln. Wenn man sagt, ja, das will ich jetzt noch, das schaffe ich noch. Dann gehen wir mal einen Schritt zurück. Leck mich am Arsch, der war super. Hä? Und jetzt den hier noch? Wo stehe ich denn? Ja, der. Zack, den habe ich auch. Und jetzt geht es nach unten. Gut. Ich glaube, ihr habt es verstanden, Leute. Viel weiter will ich auch gar nicht spielen. Ich will euch gar nicht alle Levels hier verraten. Wo seid ihr? Ach, da drüben. Infinity Disc kostet hier in der Schweiz so um die 15 Euro umgerechnet. Es ist sauber gemacht, Leute. Sauber gemacht.
Wer gerne so ein Spiel, so ein Knobelspiel hat, was man alleine spielt, der sich ein bisschen bewegen möchte, aber auch nicht zu viel, für den ist es genau das Richtige. Ich habe mir überlegt, wär das was, irgendwas für einen Multiplayer, dass man dann doch vielleicht zu zweit spielen könnte, dass man sagt, ja gut, der eine steht schon da, der andere steht da und der eine wirft. Man weiß aber noch nicht genau, woher die Frisbee kommt und dann, dass man sich dann immer so überspringend abwechselt. Oder mit wie vielen Würfen kommt jemand weiter, dass man das praktisch zu zweit spielt. Der Erste muss das durchschaffen, wie beim Golf, ne? Dass man sagt, gut, Kollege, du hast das jetzt mit einem Wurf geschafft und der Zweite versucht 5 Würfe. Und dann guckt man einfach über das gesamte Level drüber, wer hat am meisten Würfe gebraucht. Ne? Ja, wie Minigolf. Das fände ich noch cool. Das wird noch Spaß machen. Multiplayer habe ich jetzt hier nicht gesehen. Aber es ist wirklich wichtig, denke ich, auch für die Entwickler, so einen kleinen Multiplayer. Das kostet ja bei Unity auch nichts, wenn man bloß für 2 Player einen Multiplayer macht. Das wäre schon angebracht. So, aber fertig geschwafelt. Mein Fazit zu Infinity Disk, das fällt eigentlich sehr positiv aus. Muss jeder selber wissen, ob Preis-Leistung für euch das angemessen ist für dieses Spiel. Ich finde, viel teurer dürfte es nicht mehr sein, aber es ist gut gemacht. Es sind eben 12 Levels drin, das sorgt wahrscheinlich schon für reichlich Spaß. Wermutstropfen ist natürlich, ich weiß, so ein Spiel könnte man super gut mit Multiplayer umsetzen. Der fehlt jetzt hier. Man ist alleine, man spielt mit sich selber. Naja, aber das Gameplay ist doch überzeugend genug, dass man sagen kann, das macht Spaß. So Leute, jetzt auch was in eigener Sache. Ich sage immer, wenn euch das gefallen hat, dann schenkt mir ein Abo. Aber ich hätte jetzt noch einen Wunsch an euch und zwar habe ich das unten drin. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bei Steam als Kurator folgen würdet. Das hat eigentlich den Hauptgrund. Ich habe ja in letzter Zeit ein bisschen weniger Videos produziert und mir ist aufgefallen, ich bekomme nicht mehr sehr häufig zurzeit einfach Keys. Das heißt, ich muss proaktiv die Entwickler anfragen. Das ist immer sehr schwierig und zeitaufwendig. Und die Zeit, als ich regelmäßig Keys bekommen habe, die ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Und ich kriege in letzter Zeit regelmäßig dann aber wieder Keys über Steam und zwar über das Kurator-Programm. Aber ich habe momentan bloß 23 Followers. Ihr könnt euch vorstellen, wie weit ich hinten in der Liste von den VR-Kuratoren bin. Also würde es mich freuen, wenn ihr nochmal da unten auf den Link zum Folgen des Kurators. Hä? Also das für ein Satz. Wenn ihr da unten auf den Link mal klicken würdet und mir als Kurator folgen würdet. Ich weiß, es geht auf einer Webseite auf, da muss man das wieder da eingeben. Ist ein bisschen bescheuert. Ihr könnt mich sonst auch als Kurator suchen bei Steam. Zitronenarzt, dann findet ihr mich und das wäre auf jeden Fall super. Also Leute, wie immer verbleibe ich mit Spiel was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.